Hi Anja hier für tabletblog.de. Ich bin gerade in der Asus Suite im Trump Hotel in Las Vegas und Asus hat heute eine neue Variante des Asus e-Pattern Prime vorgestellt. Die größte Neuerung ist das Display. Wir haben jetzt eine Auflösung von 1920 mal 900 Pixel, glaube ich. Ne, mal 1200 Pixel. Und ja, das ist die größte Neuerung. Ist jetzt wie beim Acer Kunia Tab A700 ein Full HD Display. Außerdem ist die Rückseite ein bisschen anders. Wir haben immer noch ein Aluminiumgehäuse. Allerdings ist hier oben dieses dunklere jetzt Plastik, damit WLAN, Bluetooth und GPS besser empfangen werden kann. Außerdem sehen wir hier drauf schon Android 4.0 Ice Cream Sandwich, das hier am 12. Januar veröffentlicht werden soll. Und da wollen wir mal schnell in die Einstellung gehen, nur um das zu überprüfen. Sind wir glaube ich schon, da haben wir Android 4.0.3. Ja, das haben wir schon auf mehreren Tablets gesehen. Asus hat das hier jetzt nicht groß verändert. Wir können jetzt eben so ein paar Gesten machen, die es vorher unter Android 3.2 Honeycomb nicht gab. Ja, das ist das Asus ePad Transformer Prime in Las Vegas.